Jakob, du bist am Feld Erlernen neuer Qualifikationen. Dir eine Karte. Durch diese Karte erweiterst du dein Wissen in betriebswirtschaftlichen Fächern. Rücke vor auf Jahrgang 2. Auf diesem Feld darfst du dir einen Bildungsschwerpunkt aussuchen. Du und deine Mitschüler haben die Wahl zwischen Informations- und Kommunikationstechnologie, internationale Wirtschaft und Controlling. Informations- und Kommunikationstechnologie hört sich spannend an. Das nehme ich. Ich glaube, Controlling passt am besten zu mir. Also internationale Wirtschaft war genau das Richtige für mich. So, jetzt ist es soweit. Fast geschafft. Gleich darf man sich unsere Berufe aussuchen. Als ob das jetzt so schnell vergangen ist. Mir kommt es vor, wann der Schulbeginn erst gestern gewesen war. Haben wir jetzt überhaupt schon alle Matura geschafft oder fehlt noch wer? Ja, ich bin jetzt eh dran. Ich bin gerade mit der mündlichen Matura fertig geworden. Jetzt darf jeder seine Berufskarten ziehen. Wer mag dann anfangen? Ich mag. Und was hat sie so geworden? Steuerberater. Nach deiner Hacklaufbahn studierst du BWL, machst deinen Bachelor und gründest anschließend deine eigene Steuerkanzlei. Jo, was denn auch sonst? Hat mir schon in der Übungsfirma gemerkt, dass Steuerlehre genau deins ist. Hey, hat irgendwer Ahnung, wie man Umsatzsteuervoranmeldung macht? Ich check das null. Warte, die Hüfte. Das richtige Formular ist jetzt eh schon offen. Und jetzt musst du mir die richtigen Werte in die richtigen Positionen einstellen. Woher weißt du das alles? Das haben wir letztes Jahr im Rechnungswesen. Das ist das Praktische an der ÜFA. Da kannst du das ganze Wissen in der Praxis anwenden. Jakob, was bist denn du geworden? Im Gegensatz zur Eva habe ich gleich meine Arbeiten angefangen und mich bis zum Abteilungsleiter im Bereich Marketing und Verkauf hochgearbeitet. Und wie würde unsere Firma durch diesen Deal profitieren? Durch das Aufnehmen unserer Produkte in Ihr Sortiment würden Sie eine größere Produktdiversität aufweisen und könnten dadurch neue Zielgruppen erschließen und vor allem neue Märkte ansprechen. Und dies wäre für die Zukunft gewiss ein Schritt in die richtige Richtung. Ganz stolz sind wir auf unsere Logistikabteilung, dank welcher wir einen sehr niedrigen Preis gegenüber unserer Konkurrenz anbieten können, da wir unsere internen Abläufe perfekt optimieren konnten. Also ich bin, große Überraschung, Logistikerin geworden. Naja, nur weil du im Logistikzweig warst, heißt ja nicht, dass du nach der HTL nichts anderes tun kannst. Im Prinzip hat jeder von uns alle Möglichkeiten offen. Aber als Logistiker kannst du vielen Menschen im Bereich Beschaffung, Fertigung und Produktion behilflich sein. Mein Beruf hat auch einen großen Nutzen. Immerhin kann ich als zukünftiger App-Entwickler unsere Idee, die wir mit BWL gehabt haben, endlich umsetzen. Schlag bitte dazu das Buchseite 68 ab. Bei der Gestaltung einer Organisation. Wir können zum Beispiel so eine Liste erstellen, in der man einstellen kann, wie wichtig dass die Aktivitäten sind, die man plant. Und es wäre dann auch viel cool, wenn man die ganzen Kalender so in der Art kombinieren könnte. Philipp, Niklas! Ja, Frau Professor. Ja, passt das bitte auf, das ist Matura-relevant. Mit Battle Royale können Sie Ihren Tag intelligent und sekundenschnell planen. Sie können organisiert Ihren Tag verbringen und immense Zeit sparen und dies alles mit nur einer App. Konzept und erste Ideen dieses Produktes kann nun schon zu unserer Schulzeit. App-Entwickler also, naja, hört sich gar nicht so schlecht an. Jetzt fängt Ernst Linz an. Ernst Linz. Ich glaube, wir sind bestens auf die Arbeitswelt vorbereitet und die letzten Jahre haben uns gezeigt, was wir in Zukunft erreichen wollen. Ja genau. Und wie die Eva vorher schon gesagt hat, stehen uns noch der Hack und HTL wirklich alle Wege offen. Aber bevor wir jetzt so richtig starten, feiern wir erst einmal unsere Matura.